Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück bei BroContra Germany. Wir sind back aus der Türkei. Wir waren ja hier und da und tralala. Da kommt aber demnächst noch mal was zu, denke ich mal. Hier und da und tralala, dies, das, Ananas. ja, heute geht's um das Fall. Ja, das Fall Tobacco, und zwar um Temptation. Quasi unsere zweite Runde das Fall. Temptation, was soll das Ganze sein? Das Ganze soll so ein grüner Apfel sein. Ja. So ein etwas leicht süßlicher Apfel. Also steht einfach nur Apfel drauf. Ja, ja, Apfel. So, soll ein Apfelgeschmack sein, aber geruchmäßig ist das hier safe. Ein grüner Apfel, ein sehr süßlicher Apfel, der auch beim Geruch was super Spritziges hat. Ja, so, das ist super angenehm. Brauchen wir ja gar nichts zu sagen, nur Quatsch wie Hulle. Wirklich, also ein richtig süßer grüner Apfel. Der bockt einfach beim Riechen schon so an den Kopf zu bauen, und deswegen haben wir den auch gerade gebaut. Ja, schon mal geil. Schnitttechnisch ist das Ganze mal wieder nicht so genial, aber das ist von Deathfall beabsichtigt. Die haben einen sehr groben Schnitt. Schnitt ist grob, wie er schon sagt. Aber dafür sehr dünn hauptsächlich. Also wir haben wirklich sehr dünne Tabakblätter. Das ist einfach auch, ich nehme an, dadurch nimmt der Tabak die Molasse einfach geiler auf, weil er dünn ist. Also größere Tabakblätter saugen, Molasse, Glycerin, besser auch. So komme ich auch mal zum Geruch. Oh, und ja, aber es riecht nicht so geil, wie eben, als wir die Kohlen aufgelegt haben. Das, ist das war richtig nice. Also, sobald der so ein bisschen Hitze hat im Kopf, da kommt ein Geruch hoch, Leute, das ist ultra geil. Also, er riecht wirklich nach so einem spritzigen grünen Apfel, wie man das auch so von anderen Tabaksorten so ein bisschen kennt, vom Geruch her auf jeden Fall. Aber nicht so, auch wieder keine Chemiekeule, ne? Das, richtig. Das genau auch das, was Deathfall beabsichtigt, dass es halt nicht so eine chemische Keule, sondern eher in die natürliche Richtung geht. Finde ich sehr geil. Beim Geruch auf jeden Fall definitiv vorhanden, aber der Geruch, der gekommen ist, als wir die Kohle hier aufgelegt haben, ich wusste gar nicht, was er reingebaut hat, und dann Kohle, ich hab, boah, Alter, grüner Apfel, voll geil, richtig nice. Preislich? Preislich liegen wir hier bei 100 Gramm, 14,90 Euro, kommt in genau diesem Bags, also dieselbe Größe, das ist jetzt ein 50 Gramm Sample, aber das 100 Gramm Sample ist genauso groß, aber in schwarz. Richtig. Selbes Design, nur die Tüte ist nicht silber, sondern schwarz. Ja. 14,90 Euro, 100 Gramm. Zum Preis haben wir ja im letzten Video schon gesagt, müsst ihr einfach selber wissen, aber beim letzten Tabak und auch bei dem Tabak hier, muss ich sagen, geschmacklich, meiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall. Richtig, kommen wir direkt mal zum Geschmack. Geschmacklich ist das Ganze wirklich, wie sich das im Geruch widerspiegelt, so ein richtig erfrischender, spritziger, grüner Apfel mit einer leichten Süße. Finde ich sehr geil, der macht auch wieder so ein bisschen Bock auf Sommer und irgendwie auch auf so, ja, dabei vielleicht einen Apfel essen oder eine Apfelschorle, irgendwie so. Essen. Ja, oder halt einen Gin Tonic, wie immer. Aber Gin Tonic mit Apfel, ja, ist auch mal was Geiles. Nein, mal probieren. Nein, aber wirklich auch im Geschmack echt genial. Wieder wirklich keine Chemiekeule, es ist wieder so ein leichter Geschmack, trotzdem vollmundig, ihr habt ihn im Mund, ja. Und geil, aber wieder der ganze Raum, ne? Das ist wieder so bei Deathfall, wenn wir Deathfall rauchen und wir rauchen drinnen, ist die Hütte voll. Wenn ihr hier rumgucken könntet, wenn die Sonnensteine, ja, reinkommen, hier das ist überall Rauch im Raum, das ist echt krank. Das ist unnormal. Gefällt mir auf jeden Fall wieder mal sehr gut. Auch hier hat Deathfall das erreicht, was ihr Ziel ist, und zwar einen Tabak so authentisch, wie es nur geht, zu machen. Und zwar nicht so, wie ein Aroma schmeckt, sondern so, wie eine Frucht oder halt eben, ja, das Nahrungsmittel schmeckt, wonach es schmecken soll. Ja, vor allem, ich finde bei dem Apfel hier, der ist nicht nur süß, sondern der hat auch so, auch trotzdem noch so eine leichte säuerliche Note drin. Ja. Also der ist hauptsächlich, merkt ihr, so einen süßlichen grünen Apfel, der aber auch, wie wenn er in den grünen Apfel reinbeißt, ist ja trotzdem Säure vorhanden. Genau. Und genau das schmeckt ihr auch. Also er schmeckt so eine süße Apfel mit so einer leichten Säure drin. Ich muss auch sagen, es ist definitiv geil, dass es endlich mal wieder so ein grüner Apfel ist, oder endlich mal ein grüner Apfel ist, der nicht wie Apfelringe schmeckt. Ne, definitiv nicht. Da gibt es zu viele von. Ah, man wünscht sich immer einen geilen grünen Apfel, und was hat man? Apfelringe. Auch geil, aber
Ja, ich will Apfel und keine Apfelringe. Apfelringe wäre ja auch wieder so eine Chemiekeule quasi. Ne? Das wäre ja quasi wieder pure Chemie. Also von mir gibt es hier auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Wer mal einen richtig leckeren grünen Apfel rauchen will, greift mal zu Deathwall Temptation. Kann ich euch nur empfehlen. Zum ganzen Drumherum, zum Tabak und so weiter und so fort, guckt euch einfach unser erstes Video an, weil in jedem Video die Erklärung reinballern, viel zu viel Informationen. Deswegen schaut einfach mal rein. Ich würde sagen, wir können auch einfach, wenn wir dran denken, das erste Video mal unten in die Videobeschreibung reinhauen. Richtig. Hier ohne Gewehr, weil sowas vergessen wir gerne mal. Richtig. Aber wir versuchen dran zu denken, es euch reinzuhauen, dann könnt ihr euch das erste Video angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Von mir auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Lacht den euch mal an, wenn ihr auf dem grünen Apfel steht. Richtig. Dem schließe ich mich einfach nur noch an. Dann ist das Video hiermit beendet. Richtig. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen, wer es nach jedem Review ein locker flockiges bleibt geschmeidig.